Hallo, liebe Deutschlernende. Heute reden wir über einen falschen Freund, der auf Deutsch viel besser klingt. Ja, also ein falscher Freund oder ein false friend ist ein Wort, das falsch übersetzt wird, beziehungsweise gar nicht übersetzt wird. Ja? Zum Beispiel das heutige Wort. Das heutige Wort ist Wecker. Und dieses Wort habe ich eventuell beim letzten Video sogar selber falsch benutzt. Ja? Das englische Wort für Wecker ist Alarm. Ja? Und Alarm ist auch ein deutsches Wort und deswegen kann es passieren, dass Leute, die Englisch können und Deutsch sprechen möchten, auch so sehen Alarm sagen, wenn sie eigentlich Wecker meinen. Ja? Aber ein Alarm ist eine Warnung. Ein Alarm heißt, dass etwas Gefährliches gerade passiert oder zu passieren droht. Ja? Dü, 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 Achtung, Alarm, Alarm, Alarm. Ja? Ein Wecker ist aber etwas anderes. Ja? Ein Wecker ist ein Piepton zum Beispiel von deinem Handy, der dir sagt, dass du aufstehen musst oder dass du gerade einen Termin hast, dass du etwas Wichtiges tun musst und so weiter. Ja? Das ist ein Wecker. Ja? Und ich denke, meiner Meinung nach ist das Wort Wecker viel besser als das englische Wort Alarm. Ja? Denn was macht ein Wecker? Er weckt dich. Ja, du schläfst und dann klingelt dein Wecker und dann wachst du auf. Ja, du wachst auf, beziehungsweise du wirst geweckt. Ja, du wirst von deinem Wecker geweckt. Und deswegen denke ich, ist das Wort Wecker so ein schönes Wort. Und im Englischen sagt man dazu Alarm, ja, und das ist doch seltsam, ja, dass wir zu einem Alarm aufwachen, ja. Wir wachen auf und es ist eine Gefahr, die gerade passiert. Nein, nein, nein. Das deutsche Wort ist viel besser, meiner Meinung nach. Und auch der Meinung und auch laut der Meinung von Zig Ziglar. Ja, Zig Ziglar war ein Motivationsredner. Ja, er hat große Reden gehalten, um die Leute zu motivieren, um die Leute zu inspirieren. Und er hat gesagt, hey, das ist kein Alarm, ja, das ist eine Gelegenheitsuhr. Ja. Er sagte nicht Alarm, sondern Opportunity Clock. Ja, an Opportunity Clock. Auf Deutsch eine Gelegenheitsuhr, ja, eine Uhr, die dir sagt, dass du jetzt die Chancen nutzen kannst. Und das sollte ein Wecker sein, ja, eine Uhr, die dir sagt, hey, nutze den Tag, ja, wache auf, denn der neue Tag hat begonnen. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Gelegenheiten für dich im neuen Tag, ja? Und das ist, was ein Wecker ist. Ein Wecker weckt dich auf. Ein Wecker weckt dich auf und sagt dir, hey, nutze den Tag. So, jetzt haben wir ein sehr schönes Wort behandelt und hoffentlich bist du auch ein bisschen oder auch ganz bist du auch sehr inspiriert. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.